Ich möchte erstmal unsere Problematik vorstellen, also das Problem, was wir uns überlegt haben, was es gibt. Also es gibt ja viele Menschen, die Medizin nehmen müssen und viele von denen vergessen das, wenn die täglich genommen werden muss oder so. Und dafür haben wir uns eine Lösung überlegt, die Pillenbox, und die automatisiert eben diesen Prozess. Und deswegen haben wir die entwickelt. Und da sitzt, hinten sitzt ein Raspberry Pi drin, der steuert das Ganze. Und sobald die Pille genommen werden soll, wirft die Box sie aus und macht sich bemerkbar. Hier oben ist ein Licht dran und unten, da fällt sie raus und da drin ist ein Servomotor, der dreht das Ganze um. Und ja, genau, wenn der Pfleger kann einstellen, wann die Box das tun soll, also wann sie sich bemerkbar machen soll und, so, und die Pille auswerfen soll. Und ja, das ganze Projekt ist Open Source, das heißt, jeder kann sich das zu Hause oder halt, wenn man einen Lasercutter hat, im FabLab oder so, ausdrucken und zusammenbauen. Man braucht nur die Teile und ja, kann dann seinen Opa oder jemandem, dem man helfen möchte, helfen. Genau, und die Box besteht aus 10 Schichten, also 10 einzelne Platten, welche wir aus 5 mm MDF-Platten rausgeschnitten haben. Wir haben jede Platte mit Inkscape designt und dann mit einem Lasercutter ausgeschnitten. Und man kann sich die Box quasi als einen Block vorstellen und innen drin sind dann Aushöhlungen für die Elektronik drin. Ja, das Ganze lässt sich über ein Webinterface einstellen. Das heißt, der Pfleger hat die Möglichkeit hier über, vielleicht kann man das mal zeigen, danke, das Webinterface einzustellen und die Medikation sozusagen einzustellen. Außerdem wird angezeigt, ob ein Medikament zu spät eingenommen wurde oder vielleicht auch gar nicht eingenommen wurde. Außerdem protokolliert der Raspberry Pi alle Aktionen und die werden hier auch angezeigt. Unter dem Reiter Medikation kann der Pfleger oder der Verwandte, der das halt für die Person aufgestellt hat, ein neues Medikament anlegen und hier werden auch nochmal alle geplanten Medikationen angezeigt und das komplette Protokoll, also nicht nur wie beim Dashboard die letzten 24 Stunden, sondern alle Protokolle angezeigt. Ich komme nochmal kurz zur Technik. Hier vorne, wenn man jetzt gleich auf der Kamera kommt, sieht man einmal den Raspberry Pi und wie schon gesagt ist das die zentrale Steuereinheit. Der steuert einmal die LED, den Lautsprecher, der dann ein Signal ausgibt, wenn ein Medikament zum Ausnehmen bereit ist. Und hier kann man vielleicht auch gleich nochmal den Mechanismus zeigen, der dafür sorgt, dass die Pille ausgegeben wird. Genau. Und wie man da sieht, ist das sozusagen ein Rad und der Servomotor dreht sozusagen die Pille einmal rum, sodass sie dann rausfällt und ausgenommen werden kann. Und unten ist ja noch geplant, dass wir einen Lichtsensor einbauen, der dann kontrolliert, ob die Pille auch wirklich entnommen wurde. Und falls dies nicht geschieht, wird dann ein Eintrag in die Datenbank geschrieben und der Pfleger wird benachrichtigt. Das war's, oder? Johann Wolter. Ja, genau. Das ist unser Projekt. Das wollten wir nur kurz vorstellen. Und ja, ich hoffe, wir konnten irgendwie helfen. Vielleicht, wir stellen das auf GitHub, das kann man sich dann ausdrucken. Vielleicht tut das hier jemand. Vielen Dank.